Er gilt als Vater des Impressionismus, der eine ganze Generation von Malern inspiriert hat, Camille Pissarro. Ihm widmet das Wuppertaler von der Heydt Museum eine Ausstellung, die am Dienstag beginnt. Für die Freunde des Impressionismus dürfte das ein Pflichttermin sein, denn es sind neben 64 Gemälden von Pissarro auch Bilder von Cézanne, Monet, Van Gogh und Gauguin zu sehen. Diese sehr berühmten Paris-Bilder Camille Pissarros entstanden, als er schon alt war und die quälenden Jahre bitterster Armut hinter sich hatte. Als Vater des Impressionismus gilt er heute. Damals, 1876, initiierte er die erste Ausstellung dieser Malergruppe. Aber sie war eine Enttäuschung. Ob Monet, Sisley oder Cézanne, sie wurden verspottet. Ihr Kunsthändler verzweifelte, aber es kam auch die Wende. 1883 gab es einen Bankenkrach in Frankreich und der Kunsthändler der Impressionisten, Durand-Ruel, ging daraufhin mit seinen Bildern nach Amerika. Und in Amerika geschah das Wunder. Er konnte die Bilder, die er in Frankreich nicht verkaufen konnte, für teures Geld verkaufen. Pissarros Motive sind anfangs ländlich geprägt. Einfache Menschen, Bauern, Mägde. 170 Werke, überwiegend Pissarros, aber auch seiner Malerfreunde, zeigt das Wuppertaler von der Heydt Museum. Die wertvollsten Pissarros kommen aus den Staaten. Es sind die Bilder, die im Los Angeles County Museum sind, die im Metropolitan Museum sind, die im Getty Museum sind. Es sind die großen, berühmten Bilder von Pissarro, die eigentlich auf dem Umweg über Amerika wieder nach Europa kommen. Fasziniert vom Wandel in den Städten zeigt sich das Spätwerk. Paris aus vielen Hotelfenstern, so heißt es, malte er bis zuletzt.